Ein herzliches Hallihallöchen, meine werten Freunde, und willkommen zu diesem neuen Video. Wir spielen heute Mario Odyssey, und zwar natürlich im Let's Play. Und wie ihr wisst, ich kenne dieses Spiel sehr gut, aber ich möchte nicht viel reden, sondern direkt für euch mit dem Spiel beginnen. Und ich würde sagen, wir starten. So, wir sind im Startbildschirm. Sagen, ohne weiteres starten wir. Im Himmel über dem Pilzpalast. Dies ist das Ende für dich. Seine Mütze, nein. Oh shit. Die Mütze? Zeit für meine Hochzeit mit Peach. Bist du etwa eifersüchtig, Mario? Die Mütze, sie fliegt. Sie wurde zerschnitten. Sie wird gefangen von einem Hut. Oh shit, Freunde, was ist da passiert? Mit R können wir uns umsehen. So, springen wir mal. Oh, das hat ihn erschrocken. Rollen könnt ihr, wenn ihr ZR drückt und dazu schüttelt oder Y drückt. Das war ein ziemlich doofer Fail. So. Da versteckt er sich. Tut mir leid, dass ich abgehauen bin. Ich bin etwas schreckhaft. Ich habe gesehen, was vorhin passiert ist. Alles gut bei dir? Ja, mir geht's gut. Du bist hier im Hutland. Wir wurden gerade vom selben Ungeheuer angegriffen, das dir so übel mitgespielt hat. Das Schlimmste ist aber, dass es meine kleine Schwester entführt hat. Ich wollte eigentlich ein Schiff klar machen und diesem Ungeheuer hinterher. Aber unsere gesamte Flotte wurde während des Angriffs vernichtet. Oh nein! Ich meine, wir sollten im benachbarten Land noch ein Schiff finden. Von der Spitze des Hutums komme ich da bestimmt hin. Aber die Schergen des Ungeheuers versperren den Weg. Hm, wir kämpfen für dieselbe Sache nicht. Wir sollten uns zusammentun. Ja, auch sind nichts Schlimmes daran. Mal sehen, ob wir seine Schwester und Peach aus der Klemme helfen können. Der Hut ist weg. Das sieht schon witzig aus. Nicht so rein Stil. Wie wär's hiermit? Hat sich einfach in unsere Mütze verwandelt. Cappy ist jetzt sein Begleiter. Das ist gut. So, wie kommen wir da hoch? Die Flasche.
Würfel könnte den Frosch einfach nehmen. Wo ist er? Tschüss, Mario, I guess. Wir sind der Frosch. Er hat einen Schnauzbart. Ha. Du hast einen Frosch gekapert. Also ich glaube, es ist niemand im Winter, wenn ich sage, dass ich das Spiel habe. Dass ich das Spiel schon oft durchgespielt habe. Und ja, ich weiß, dass das Ding hier auch geht ohne Ding, aber. Also ohne zu. Wie ihr wisst. Dass man das Spiel durchspielen kann ohne. Ohne Cappy, aber sagen wir mal ehrlich, es ist ein Let's Play. Und ein 100% Let's Play, das sollte ich vielleicht noch sagen. Oh nein, hier sind die Let's Play. Oh mein Gott, ich war in Speedrun Mode. Der Chef hatte recht, als er sagte, ein schnurrbärtiger Geselle würde sich in unsere Vorbereitungen einmischen. Wir sollten uns wohl mal vorstellen. Man nennt uns die Brudels. Unseres Zeichens Hochzeitsplaner des glücklichen Paares. So glücklich weiß ich nicht. Wir haben den Schatz, den wir wollten. Wir können also weiterziehen. Vorher müssen wir allerdings noch diese Störenfriede aus dem Weg räumen. Hallo? Oh, und er ist schon tot. Also das war einfach. So. Und damit haben wir das Intro, glaube ich, abgeschlossen. Yes, haben wir. Und wo sind wir jetzt? Kaskadenland oder Fossilfälle? Und da ist Mario. Er ist auf einer Stromleitung. Das hat man im Trailer gesehen vom Spiel. Das weiß ich noch. Unser erster Powermond. Was für ein Trip, aber hey, wir haben es in einem Stück ins Kaskadenland geschafft. Ich bin noch ganz elektrisch vom Kapern der Stromleitung. Abgedrehtes Gefühl. In dieser Gegend soll sich ein altes Luftschiff befinden. Los, suchen wir es. Alles klar, Cappy. Und wenn ihr euch beschweren wollt, dass ich mit den Katzchens rede, dann ja, tut mir leid, aber schaut jemand anderes sonst nicht. Sehr geil. Das ist ein Power Moon. Oh. Konnten wir Verzahlte machen? Wir wollten wirklich Verzahlte machen, bin gefailt. Unser erster Power Moon. Jo, eine Brücke. Multimond hoch über dem Wasserfall. Oh, das scheint ein Bosskampf zu sein. Oh, wir haben einen Powermond gefunden. Mit diesem Monden können wir unser Luftschiff antreiben. Hast du jemals etwas gesehen? Nee, habe ich nicht. Wie ist das? Da ist es. Genau hier nach haben wir gesucht. Es ist in einem schlechten Zustand, als ich dachte. Nun ja, es ist auch bestimmt ein altes Modell, aber es fliegt bestimmt noch. Mal sehen, ob wir es in Gang bringen. Hilf mir einfach auf den Globus dort. Alright, tun wir das mal. Hm, nichts passiert. Was? Sie rührt sich nicht? Sie braucht wohl noch mehr Energie.
Meinst du, es gibt hier noch weitere Monde? Ja, sure. Wir haben uns einen zweiten Mond. Beiß dich durch das Gestein. Bam. Hinter dem Wasserfall. Hallo. Was? Du willst meine Monde, um dein doofes altes Luftschiff zu reparieren? Geht's noch? Ich verschenke meine Monde doch nicht einfach an dahergelaufene, schon gar nicht an Kettenhundfutter. Ja, alles klar. So, there we go. Easy going. Boom. There we go. Immer wieder schön. Du hast es geschafft und nun haben wir einen Multimond. Diese kleinen Monde besitzen die Kraft dreier Monde. Damit bekommen wir unser Schiff bestimmt von hier weg. Meinst du? Dann schauen wir mal, ob es zum Laufen bringen kann. Wirf mal auf den Globus. Aber ich will jetzt noch nicht weg. Ich will jetzt mal schauen, ob es noch was anderes gibt. Ich sehe den Mond. Ja, ich weiß, Captain. Das Schiff ist somit startklar. Wir haben genügend Monde gesammelt. Aber ich will jetzt hier schauen. Oh, das wäre cool gewesen, hätte ich den gelandet. Sehr gut. Das Kartland, Tic-Tac-Turnier 1. Oder seht ihr das? Diesen Karten hier. Komischer Fels, oder? Fels meinte ich natürlich nicht Krater. Dieser Fels ist ungewöhnlich, aber irgendwie macht er gar nichts. Nee, was sieht man jetzt so zerrissen? Nee, da passiert nichts. Oh, Captain Toad? Mario, wie schön mich hier zu treffen. Yep, ich bin's wirklich, Captain Toad. Ich bin gerade in der ganzen Welt unterwegs und suche nach Powermonden. Aber du gibst sie mir, oder? Hier findet man so viele seltene Fossilien. Ich hole in der Luft schwingen vor Freude. Aber, na, du verstehst sie. Ja, Captain Toad kann ich schwingen. Ober meiner Suche habe ich einen Mond gefunden. Ich schenke ihn dir. Oh, danke. Guten Morgen, Captain Toad. Welches Land sollte ich als nächstes besuchen? Was meinst du? Ich würde das Wüstenland empfehlen. Oh, hier ist auch noch was. Hier ist ein Junge. So, und es sind Sub-Areas, das heißt, es gibt immer zwei Monde. Und wenn ich den Mond finde, ohne irgendwie zu sterben, dann müsst ihr ein Abo da lassen. Gefunden, jetzt muss ich ihn nur noch einsammeln, ohne zu sterben.
Oh, das ist eine Lüge. Let's go! Wir haben sie! Und ihr müsst natürlich ein Abo da lassen, denn ich bin nicht gestorben. Auch nur gebombt. Ja, okay, ich habe keine Schüsse. Lass mal gehen. Es sollten jetzt 13 Monde sein. Damn, ihr kennt das Spiel besser. Oder er kann einfach gut Mathe. Die Odyssey ist funktionstüchtig und sieht aus wie ein fucking Hut. Wir haben genügend Energie, um ins Wüstenland zu reisen. Dann wollen wir mal seine Schwester und Pete checken. Möchtest du ein Steuer? Ist ganz einfach. Wähle Wüstenland, drücke A und schon geht's los. Ja, wir können jetzt erstmal ins Hutland. Wir sollten unsere Reise fortsetzen. Aber ich will ins Hutland. Okay, genau. Dann gehen wir halt eben dahin. Ich find's witzig, wie sich Cappy auch einfach denkt so, what the fuck happens? Aber das sieht geil aus. Die Musik. Wunderschön. Na, wie gefällt dir als Kapitänsmütze? Ganz schön fesch, oder? Ja, ich würde schon sagen. Also, wo waren wir stehen geblieben? Das Ungeheuer schimpft sich Bowser, richtig? Gut, mit der Odyssey holen wir ihn nun kaum nichts ein. Weil wir gerade ein bisschen Zeit haben, können wir ja ein paar Kleinigkeiten nachlesen. Reisetipp, Stampfattacke. Um mit Blöcken oder Gegnern oder den Boden oder Boden. Um mit Blöcken oder Gegnern unter dir oder Boden Unebenheiten fertig zu werden, gibt nichts über eine Stampfattacke. Drücke Zettel in der Luft, um mit Hilfe einer Stampfattacke alles unter dir zu pulverisieren. Also ich nutze zwar ZL, aber es geht natürlich ZR, aber es geht natürlich auch mit ZL. Das wird uns bestimmt weiterhelfen. 100%. Falls du mal was nachschlagen möchtest, kannst du jederzeit einen Blick in die Anleitung werfen. Du kannst jederzeit das Menü mit Plus öffnen und die Anleitung auswählen. Okay, schauen wir doch mal, was hier über das Wüstenland steht. Wie der Name vermuten lässt, ist es von Sand bedeckt. Und wohl auch ziemlich heiß. Dort gibt es Ruinen zu sehen. Und jetzt kommt's, den sogenannten Ring der Einheit. Der bindet Leute wie ein Ehering. Okay. Dieser Bowser klingt ja nach ganz jemandem, der eine kostbare Antiquität für seine Scheinhochzeit stehlen würde. Kann schon sein, Cappy. Wüstenland, Brutzelehre. Oben auf dem Ruinenturm. Wir haben es geschafft. Unsere erste Fahrt mit der Odyssey war ein voller Erfolg. Es ist furchtbar kalt und ich dachte immer, in der Wüste wäre es heiß. Okay. Warum leuchtet es auf der Turmspitze? Ist das etwa ein Mond?
Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass wir das in der nächsten Folge herausfinden werden. Sollte euch das Ganze also gefallen haben, dann lasst wie immer ein Like da, ein Abo, drückt die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und schreibt natürlich auch einen Kommentar, wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt. Und jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Tag oder Abend. Euer Kamitendo.